In diesem Video besprechen wir das Fenster-, Feder-, Spannarbeit. Also wie viel Arbeit verrichtet wird, wenn eine Feder ausgelenkt wird. Du sollst auf jeden Fall das Video zum Fenster Arbeit schon gesehen haben. Du sollst flexibel mit linearen Funktionen und dem bestimmten Integral umgehen können. Und du sollst Einheiten umformen können. Hier steht, möchte man eine Feder dehnen, hängt die Federkraft von der Auslenkung x aus der Ruheposition ab. Dieser Zusammenhang wird gegeben durch f von x gleich d mal x. Schauen wir uns das doch gleich an. Nehmen wir an, wir lenken die Feder um eine Einheit aus der Ruheposition ab, also x gleich 1. Wenn wir das hier einsetzen, erhalten wir f von 1 gleich d mal 1. Lenken wir die Feder nun doppelt so weit aus, also x gleich 2, erhalten wir f von 2 gleich d mal 2. Und da stellen wir fest, je weiter ich die Feder auslenke, desto mehr Kraft wird benötigt. Groß D ist hier die federabhängige Konstante, auch genannt Federkonstante. Du kennst es bestimmt, manche Federn kann man ganz leicht auseinanderziehen, und bei anderen braucht man richtig viel Kraft, um die auseinanderzuziehen. Je größer der Wert d ist, desto mehr Kraft wird benötigt, um eine Feder auseinanderzuziehen. Wir haben hier eine Feder mit Federkonstante d gleich 0,6 Newton pro Zentimeter und diese soll 5 cm aus der Ruhelage gedehnt werden. Setzen wir das d gleich in die Funktionsgleichung ein. Wir erhalten also f von x ist gleich 0,6 mal x. Schauen wir uns die erste Aufgabe an. Zeichne den Graphen der Funktion f rechts ein. Hier müssen wir aufpassen auf die Einheiten. Wir haben für d Newton pro Zentimeter und hier die Kraft in Newton und die Auslenkung in Zentimetern. Das stimmt also überein. Das heißt, wir können hier diese lineare Funktion, diese homogene lineare Funktion einzeichnen. Zweite Aufgabe. Berechne die verrichtete Federspannarbeit W und veranschauliche sie im Diagramm. Beginnen wir mit dem Veranschaulichen. Die Arbeit ist die eingeschlossene Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der horizontalen Achse. Um sie zu berechnen, können wir natürlich diese Fläche hier berechnen oder wir rechnen uns das Integral aus. Achte auf die Einheiten und versuche selbst das Integral zu berechnen. Für die Arbeit brauchen wir das Integral von 0 bis 5 f von x dx. Also nach der Auslenkung wird es integriert. Eingesetzt erhalten wir folgendes. Wenn wir dies nun integrieren, 0,6 halbe x² in den Grenzen von 0 bis 5 und das ergibt 7,5. Jetzt ist die Einheit wichtig. Wir haben gerechnet mit Newton und Zentimetern, also Newton mal Zentimeter. Wenn wir das in der SI-Einheit Joule angeben wollen, müssen wir das umformen auf Newton mal Meter. Ein Zentimeter sind 0,01 Meter, ein Hundertstel Meter. Das heißt, wenn wir diese 7,5 durch 100 dividieren, erhalten wir Newtonmeter. Ist gleich 0,075 Newtonmeter und das sind 0,075 Joule. Du kannst natürlich versuchen, dasselbe zu berechnen, indem du hier die Fläche ausrechnest und dann kannst du vergleichen, ob du auf dasselbe Ergebnis kommst. Bis zum nächsten Video.